Älteren Herrschaften wird ja gerne nachgesagt, dass sie sich immer über alles beschweren. Sicherlich zu Unrecht. Regisseur Ken Loach, 83 Jahre alt, gehört jedoch durchaus zu dieser Gruppe. Auch wenn er sich nicht immer über alles empört, sondern vor allem über die Zerstörung unserer Gesellschaft durch den Kapitalismus. So auch in seinem neuen, aktuellen Kinofilm Sorry, We Missed You. Ricky hat einen neuen Job. Mit seinem eigenen Van fährt er für einen Lieferservice Pakete aus. Die Arbeitszeiten sind hart, die Bedingungen gnadenlos, die Strafen schmerzhaft. Und damit das Glas klar ist, Präzision. Diese Pakete müssen zu präzisen Zeiten ausgeliefert werden. Du hast ein Zeitfenster von einer Stunde für die Zustellung und das verfehlst du nicht. Niemals. Seine Frau Abby arbeitet unter ähnlich mühsamen Bedingungen als Krankenschwester. Rosie? 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 Oh, Schätzchen, spielen wir Verstecken? Ihre Hände sind ja eiskalt. Ist er jetzt gegangen? Wer? Da ist ein fremder Mann, der läuft hier durch das Haus. Der Teenager-Sohn hat oder macht dagegen zunehmend Schwierigkeiten, denn er vernachlässigt die Schule und sprayt lieber auf Wände. Früher warst du immer gut in der Schule. Was ist denn jetzt nur los? Verbau dir doch nicht deine Chancen, mein Junge. Seb, Darüber haben wir doch auch schon gesprochen. Du kannst auf die Uni gehen. Auf die Uni? Damit's mir geht wie Harpuns Bruder, 57.000 Pfund Schulden. Und was? Er arbeitet in einem Callcenter und er dröhnt sich jedes Wochenende zu, um seine Probleme zu vergessen. Sogar ein seltener, glücklicher Moment, als Ricky seine Tochter auf eine Liefertour mitnimmt, bleibt nicht ohne Folgen. Sorry, aber das ist bei uns nicht gestattet. Aber das ist mein Wagen. Meine Versicherung, meine Tochter. Ich dachte, das ist mein Business. Ja, ist es auch. Aber das ist unser Franchise. Und es gab eine Beschwerde von einem unserer Kunden. Da wird unter keinen Umständen widersprochen. Das ist nun mal eins der obersten Gebote. Wie schon in seinem letzten Film, dem Überraschungssieger von Cannes 2016, ich, Daniel Blake, legt Ken Loach den Ort seiner Erzählung in die Gegend von Newcastle im Norden Englands. Und wie zuletzt besetzt Loach die Hauptrollen mit eher unbekannten Schauspielern und das wohl auch ganz bewusst und durchaus effektiv. Denn er bietet uns so keine Projektionsfläche, kein Gefühl von Hollywood oder Kommerz. Denn die Figuren, die hier gezeigt werden, stehen tatsächlich am unteren Ende der Kommerzkette. Und das sollen wir spüren und das tun wir auch. Denn auch wenn die Ausgangslage der Figuren etwas zu schablonenhaft wirkt, etwas zu aufgesetzt, ist es das ehrliche, unprätentiöse Spiel der Darsteller, das Sorry, We Missed You so eindringlich und glaubwürdig macht. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird, Abby. Nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind aus der Bahn geraten. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe furchtbare Albträume, weißt du. Du und ich versinken im Treibsand und die Kinder versuchen uns mit einem Ast rauszuziehen. Aber je mehr wir arbeiten, je mehr Stunden wir uns aufheizen, desto mehr versinken wir zwei in diesem tiefen Loch. Das träume ich ständig. Ken Loach macht seit über 50 Jahren Filme. Und ich finde, es ist schon beeindruckend, wie er es geschafft hat, sich seine Wut über Ungerechtigkeit zu bewahren. Sein Engagement für die Menschen am Rand der Gesellschaft und seinen Blick für die Kleinigkeiten, für den Alltag, der die Figuren in seinen Filmen zu echten Menschen macht. Sorry, We Missed You hat vielleicht keine große Geschichte, aber er erzählt bewegend, wie eine ganze Familie von einem neoliberalen Kapitalismus mürbe gemacht wird. So lange und so tief, dass die starken Familienbande fast zerbrechen. Der Regisseur fragt uns alle, ob Menschen wie ein Amazon-Bote wirklich ausgebeutet werden müssen, damit wir ein bisschen bequemer leben. Diese Frage muss sich jede und jeder von uns stellen. Und es interessiert mich, was ihr dazu meint. Aber die Frage geht eigentlich tiefer. Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der jeder auf seinen Wert reduziert wird, in der es keine Solidarität und keine Gerechtigkeit mehr gibt? Solche Fragen stellt der Film und er ist dabei nicht trocken, sondern packend. Und deshalb ist er auch zu Recht der evangelische Film des Monats. Das war die Filmshow. Ich bin Christian Engels, der Filmpfarrer. Immer noch online und aktuell unsere Filmshows der letzten Wochen. Und Cut. Kanal abonnieren. Und keine Filmshow am Donnerstag mehr verpassen.